Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technik Infinity auf dem Community Server mit dem Mike Pagno. Hi. So, und wir haben. Es wird ja schon wieder lustig hier, ne? Es wird schon wieder ganz lustig. Dass, ach komm, wir zeigen euch erstmal ganz kurz, was es Neues gibt. Und zwar hier, bum, bang. Achso, wir haben ein Dach, also es regnet nicht mehr rein. Das ist schon mal sehr gut. Unser Raumschiff hat Form angenommen. Ich zeige euch mal ganz kurz, in unsere Butze kommt man quasi nur rein, aber das dürfte keinen verraten, hier über diesen Elevator, der auf dem Dach ist. Ganz unauffällig. Genau, sonst kommt nämlich überhaupt niemand hier rein. Aber den kann man übrigens auch färben, den kann man auch einen schwarzen bauen. Ne? Ja, aber du kannst, das wollte ich auch machen, aber du kannst keine zwei unterschiedlich farbigen machen. Also weiß auf schwarz geht nicht. Okay. Das war eins zu viel, glaube ich. So, okay, und die Schlafräume sind auch schon soweit fertig, also hier. Haben auch schon ein schönes Dach bekommen. Das hat nämlich der Panjo und der Alex fertig gebaut. Fehlt nur noch ein bisschen Glas oben. So, und hier haben unsere vier Schlafräume für den Zeko, für den Alex, für den Panjo und für mich. Und die dürfen wir uns alle individuell einrichten. Und ich glaube, ich tendiere schon... Also ich werde auf jeden Fall einen von den beiden hinteren nehmen. Weil ich hasse es, vorne zu schlafen. Und, das ist eine schöne Aussicht. Aber ich glaube, ich werde hier hinten rechts den nehmen. Ja, dann nehme ich gegenüber von dir den Raum. So. Und da dürfen wir dann dekorieren und einrichten. Das machen wir aber auf jeden Fall zusammen während der Aufnahme, aber nicht heute. Da haben wir nämlich was anderes vor. Ja, wollt ihr nämlich ausschließen? Nein. Hat ja genau gepasst. So, denn wir haben noch ein bisschen was vor. Wir haben ja diese wunderbare Scanning-Maschine gebaut, um diese Coolant-Zellen herzustellen, die wir eben für diese Upgrades brauchen. Das Lustige ist nur, das hatte mir jemand in die Kommentare geschrieben und ich würde doch... ja, darum bitten, wenn was in die Kommentare geschrieben wird. Das ist echt super nett, wenn man uns helfen will. Aber zwischen Scanning-Machine und Canning-Machine ist leider ein Unterschied. Weil die Scanning-Machine brauchen wir nicht. Gut, wir haben sie erstmal. Sei es drum, ist erstmal wurscht. Von daher ist egal, aber wir brauchen auf jeden Fall die Canning-Machine. So, und die werden wir jetzt auf jeden Fall bauen. Da können wir nämlich die 10, da können wir nämlich die 10k Coolants herstellen. So. Okay, gut. Räume sind beschlossen, wer wo wohnt. Ja, kannst du, wenn du willst, kannst du das schildern. Ja, habe ich gerade gemacht. Ah, oh, das ist gut. So, und ich baue jetzt meinen Breeder für die netten Kühe. Jo. Oh, so, das kann ich ein bisschen tuckern hier, das ist kein Problem. Können wir noch ein bisschen Refined Iron herstellen. Gut, wir bauen auf jeden Fall die Canning Machine. So sieht's erstmal aus. So, dann schauen wir mal, was wir Schönes brauchen. Brauchen die Fluid Solid Canning Machine übrigens, die verbraucht 4 EU pro Tick und 32 EU Max. Schauen wir doch mal, haben wir alles? What? Ich gehe schon an der andere. Ah, ich wollte es gerade sagen. Ja, du kommst ja immer zu mir, also. So, warte mal. Davon auf jeden Fall ein. Davon ein. Und fertig ist er. So, pure, sehr schön. Purple Deer. So. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was einstellen, glaube ich. Irgendwie so war das gewesen. Warte mal, ich überlege nur gerade noch, was das hier muss man, glaube ich, stellen. Fluid Enrich Tank or Cell. Genau. Strom hat sie auf jeden Fall schon mal. Hier oben müssen, wenn mich nicht alles täuscht, Wasserzellen rein. Gut, hier in die Mitte muss Lapis Lazuli. Irgendwie, weiß ich nicht. Funktioniert gerade nicht. Doch, warte mal, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Nee. Stopp. From Cell in Tank. Oh, das war jetzt doof. Eigentlich so. Abbau. Canning. Bin ich mal gespannt, wo der das jetzt reinmacht. Ich messe hier drüben Wasser rein. Das ist aber nicht Sinn und Zweck, oder? Auf die linke Seite muss Wasser rein. Ja, aber die linke Seite macht er nicht. Er schreibt auf die rechte Seite. Warte mal, wenn ich das jetzt rausnehme oder beziehungsweise hier mal umstelle. Da musst du halt leere reinmachen, oder? Ja, das Wasser muss da, glaube ich, raus.
Nee, du musst auf Tank und nee, von Tank in die Zelle und das Lapis rausnehmen. Train von Zell into Tank. Nee, andersherum. Build Cell from Tank. Ja, dann musst du jetzt das Lapis da rausnehmen. Und? Es funktioniert nicht. Nein, weil guck mal, die rechte Seite ist ja dann unterbrochen. Du musst ja auch schauen, wie die Pfeile sind, ne? Hä, ja, okay. Und warum? Nimm mal, warte mal. Ja, nicht. Normalerweise müsste das die richtige Einstellung sein. Kann das. Wartet mal. Kann man auch nicht mehr einen Tank rausnehmen, das ist doof. Oder Kenning, ja, probier mal. Ja, aber das geht auch nicht. Komisch. Weißt du, was da hilft? Abbauen und wieder hinsetzen, glaube ich. Denke ich auch fast. Wenn es da immer noch drin ist, dann ist es doof gelaufen. Nee, ist nicht mehr drin. Train from Cell in the Tank? Nee. Warte mal, ich brauche erstmal eine ganz normale Wasserzelle, oder? Ja. Ja, das sind ja die. So, dann nehme ich mal Sweet da raus. So. Das kommt da hin und das kommt da auch hin. Warte mal, Empty Cells. Theoretisch müsste dann da oben eine Empty Cell rein. Aber Fluid. Geht aber nicht. Warte mal. Ach, hier. Sag mal, mach doch mal hier wieder weg. So, und ich gehe jetzt Kühe fangen. So, warte mal, ich probiere es einfach mal mit dem Bucket. Du willst Kühe fangen gehen? Ja, ich gehe jetzt Kühe fangen. Beziehungsweise 2, 3, 4. Da wurde gerade einer von den Pigmen getötet. Oder. Verstehe nicht. Verstehe das nicht. Wieso geht das nicht? The first method is to put one bucket of water into the left hand tank per coolant cell. Perfekt. Man kann destilliertes Wasser auf jeden Fall nehmen, dann brauchen wir nur noch ein Lapis anstatt 8. Okay. Stimmt, die sind in deren Scheune. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was schauen hier. Okay.
Using a pump, for example. Okay. Verstehe ich nicht. Verstehe es einfach nicht. Wieso funktioniert das nicht? Wieso funktioniert es nicht? Sag mir mal, warum das jetzt wieder nicht funktioniert. Warum funktioniert nie irgendetwas hier? Das ist doch scheiße. Ja, ich kann keine Kuh aufsammeln. Ich kann die Kuh aufsammeln. Ja. Ich habe keine Ahnung, Tino. War schon ein Wunder, dass wir herausgefunden haben, dass wir keinen Scanner brauchen. Hm. Das jetzt da reinschmeißt, dann schmeißt es ja auf die rechte Seite. Aber auf der rechten Seite soll ja Coolant rauskommen. Komm, jetzt hier einfach mal was rein. Warte mal, warum hat er Work? Macht er? Warum macht er kein Work? Kühe brauchen doch Weed, oder? So, warte mal, dann. Die haben noch funktioniert so rum nicht. Check das nicht. Es funktioniert so nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist doof. Ich brauche jetzt noch ein Slaughterhouse. Moment. So, gucken wir uns jetzt mal an. So. Jetzt mal die noch. Also, bei uns sieht es ja so aus. Wir haben jetzt hier unsere Kühe, die werden dann gezüchtet von unserem Breeder. Wenn hier ganz viele drin sind, schlagen wir irgendwann die unterste Reihe ab. Von der untersten Reihe fallen die da nach unten. Wenn die hier runterfallen, sterben sie nicht, werden automatisch durch das Förderband dann nach vorne gefördert. Und wenn sie da vorne sind, werden sie groß. Und sobald sie groß werden, werden sie vom Slaughterhouse, dann das ist der Hinbau, geschlachtet. Und da kriegen wir flüssiges Meat raus. Und mit diesem flüssigen Meat können wir dann Meatbarren machen. Und mit diesen Meatbarren können wir essen. So, nein, das da. Check das nicht, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, warte mal, dann mal schauen. So, zwei so eine Dinger, dann baue ich jetzt einfach mal diesen Solid. Aber Solid ist falsch, also ohne Mist. Solid wird ja falsch sein. Denke ich mal auch. Pink Slime und Meat haben wir. Dann brauchen wir hier noch ein Fluid. Conduit. Das ist definitiv falsch. Funktioniert einfach nicht, der Quark.
Genau, und wir brauchen jetzt Tanks noch. Ich glaube, warte mal. Wir können noch was anderes bauen. Schauen, ob das geht. So, die stellen wir hier hin. Ups. So, warte mal, ich brauche mal so ein Fluid Ejector Upgrade einfach. Ejector ist doch eigentlich Ausstoß, ne? Eject. Eject. Ja. Nee, nee, passt schon. Ja. Also nur vor diese verkackten Upgrades, ne? Da wird ihr Himmel Angst, wird ihr da. Ja. Ja. Ich würde aber gerne noch mehr Kühe farmen eigentlich. Deswegen gehe ich jetzt welche suchen. Aber das Gute ist, ja, wir können auf unserem Radar auch Tiere sehen. Und Zombies und Co. Ich kenne Zinnblades. Oh Gott. Ich verstehe es einfach nicht. Die Welt ist ungerecht. Die Welt ist wirklich so ungerecht manchmal. Absoluter Wahnsinn. Da ist die Kühe auf dem Radar. Sagst du erstmal, ich muss das irgendwie in die rechte Seite kriegen. In die linke Seite muss ich erstmal irgendwie Wasser reinbekommen und ich weiß nicht wie. Das ist jetzt das aktuelle Hauptproblem, weil er befüllt es nicht einfach so. Warum, weiß ich nicht, aber ich könnte mir denken, dass es an diesen, glaube schon, dass es an diesen Ejector Upgrade liegt, weil das ist ja eben dazu da. Auf der Seite, auf der wir uns schlau gemacht haben, steht da irgendwas? Ja, ja, genau das. Steht da irgendwas dazu zu einem Ejector Upgrade? Ja, deswegen. Achso, okay. Ach so. Ja. Ist ein Traum. Oh nein, Kuh, nein. Und die machen Liebe. Und so funktioniert der. Das ist gut. So, warte mal. Dann könnte ich höchstens noch. So, wir machen jetzt eine kleine Massentierhaltung. Hier ist noch was anderes. Und keine Empty Cell, versuchen wir doch mal die. Eigentlich wieder zugemacht. Aha. Wo bitte sind jetzt meine. Wo sind jetzt die?
Hier irgendwo Wasser in der Nähe? Ja, hier ums Haus herum voll. So mehrere kleine Seen. Warte. Mumu, wo bist du? Mumu. Njung, njung. So, jetzt aber. Ah, hier ist ein Meteorit eingeschlagen. Warte, bin gespannt. Schaut's jetzt, oder? Warum funktioniert's? Hab's hingekriegt, ja. Und wie? Du musst dieses Upgrade reinschmeißen. Okay. Na? Ja. Und dann darfst du keine Empty Cells nehmen, sondern Universal Fluid Cells. Okay. Also voll sinnfrei. Und ich produziere Icy 2 Coolant. Oh Gott. Dann so, kannst du ja deine Upgrades können... bauen. Wie bitte? Dann kannst du ja endlich deine Upgrades bauen. Mich nochmal noch interessieren würde, wie kriegt man destilliertes Wasser? Abkochen, glaube ich. Naja, schon klar, aber warte mal, schau mal ganz kurz. Okay. Und wie kriegt man's? Nee, steht nicht drin. Oh, schade. So, warte mal, jetzt könnten wir eigentlich Empty Cells nehmen. Warte mal. Nee, das ging ja nicht, ne? Das ging ja nicht. Mit den Wasserzellen. Nein. Wo sind die Zelle jetzt hin? Oh, dann machen wir Gott. Ich hab's. Yay, dann können sie ein Upgrade machen für einen. Was war das? Compressor, Extractor? Jetzt würde mich noch was anderes interessieren und zwar. Dass du jetzt die Folge beendest, ne? Ja, warte mal. Pump. Wir haben eine Endothermic-Pump? Ja. Oh, nice. Da wäre schon mal das Ende leer pumpen. Das kannst du in der nächsten Folge machen. Weil da baue ich mir einen riesigen Tank und hole uns mal richtig Lava ran, oder? Kannst du machen, ja. Das wäre ganz gut. So, wenn wir einen richtig großen, fetten Lavaspeicher haben, dann für keine Ahnung was. Für Motoren eben. Jo. Weil wäre ganz nice, wenn wir es aus dem End holen. Okay, gut. Machen wir. So wird's. Gut, liebe Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Da werden wir auf jeden Fall erstmal die Pumpe bauen und mal schauen, dass wir das hier automatisiert kriegen, das Ganze noch. Das wäre nämlich ganz nice. Und im Großen und Ganzen war es das aber erstmal gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst das Däumchen da. Schaut beim Panio mal vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Leute.